Ja, hallo zusammen. Die nächste Folge über mein heiß-heißgeliebtes Bürstenmotorstellerprojekt. Hier haben wir den Steller wie in den anderen Videos auch. In den anderen Videos hatte ich euch gezeigt, wie der mit FlySky zusammenarbeitet, also mit iBus Telemetrie und iBus Aktorbus. Dann mit FreeSky, also mit S-Bus Aktorbus und S-Port Telemetriebus. Dann mit HOT oder Kaupner SJ, also mit SUMD Aktorbus und HOT Telemetrie. Ja, und heute habe ich jetzt hier einfach meinen hübschen 40 MHz Kennempfänger rausgeholt, den Corona RP8D1. Und da ist der Steller jetzt hier auf Kanal 1 angeschlossen. Telemetrie bleibt heute leer. Kann er ja nicht, der Empfänger. So. Und natürlich habe ich auch wieder meinen Taster angeschlossen. Das habe ich so gelassen wie bei den letzten Folgen, einfach parallel zu dem Temperatursensor hier. Tut nicht unbedingt nötig, weil wir eh keine Telemetrie verwenden können, weil der Empfänger das ja nicht kann. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so vom Aufbau her. Und dann habe ich hier meine Radio Master. Da habe ich mein 40 MHz Modul eingesteckt. Man sieht das an der langen Stabantenne hier. Und das Modell ist so konfiguriert. Mal sehen, dass man das in die Kamera kriegt hier. Ja, das ist nicht gut. Das mal so. Das externe Modul ist hier auf PPM eingestellt. Okay, so, dann den Cluster brauchen wir jetzt erstmal ja noch nicht. Dann ist im Bild. So, jetzt schalte ich einfach mal die Stromversorgung ein, ohne was Besonderes zu drücken oder so. Jetzt scannt er halt, ob digital Input oder analoger Input. Kalibriert sich, guckt, ob Gas auf Null ist und dann fängt er auch grün an zu blinken. Das heißt, er ist im ganz normalen Betriebsmodus. Ja, das war unspektakulär. Gut, ich schalte wieder aus. Und das Interessante ist ja, wie konfiguriere ich die ganzen Parameter von dem Teil. Jetzt müssen wir also hier den Taster in die Hand nehmen und wie üblich dann den Taster gedrückt halten, wenn man die Stromversorgung einschaltet. Das ist ja ein übliches Verfahren. Und dann kommt man in die Einstellrotation der einzelnen Parameter hinein. Also gedrückt halten, muss man ein bisschen länger gedrückt halten, bis die LED violett zeigt. Also ich verwende keine Piepstöne, sondern in diesem Fall die LED. Nicht violett, sondern magenta heißt das offiziell. Upsala. So, also Taste drücken und einschalten. Jetzt warten, bis das violett zeigt. So, da sind wir. Und jetzt darf ich loslassen. Jetzt zeigt er blau und dann weiß. So, wenn das weiß leuchtet, dann kann das in verschiedenen Helligkeiten leuchten. Wir haben ja eine analoge Übertragung der PWM-Werte an dem Servoausgang und jeder Empfänger produziert da ja so ein bisschen andere Ausgangssignale, was Maximalwerte und Mittelstellung anbelangt. Das muss er jetzt erstmal lernen und das machen wir hier, indem wir den Knüppel einfach mal in seine Extremstellung bringen und dann hat er das gelernt. So, dann drücken wir wieder den Taster. Einmal und jetzt fängt er an, einmal rot zu blinken. Das heißt, wir sind jetzt in so einem Testmodus. Wir können den Motor bedienen und das ist dafür gedacht, damit man die Parameteränderungen möglichst gleich auch ausprobieren können. Wenn ich jetzt noch einmal drauf drücke, kurz, dann kann ich den ersten Parameter ändern über den Ausschlag des Knüppels. Und der erste Parameter ist der Totbereich. Also wenn die LED weiß leuchtet, ist das sozusagen der minimale Totbereich. Gelb einmal blinken sind Stufe 1, gelb zweimal blinken ist Stufe 2, gelb dreimal blinken ist Stufe 3 und dann kommt die nächste Farbe. Violett einmal blinken ist dann
wieder eine Stufe weiter. Es gibt 10 verschiedene Stufen von 0 bis 9. Ich mache jetzt einfach mal den größten Todbereich, den wir haben. Und bestätige das einmal wieder mit dem Taster. So, jetzt ist mal wieder im Testmodus. Also die LED blinkt jetzt wieder einmal. Und der Todbereich ist jetzt also wesentlich größer als vorhin. Und natürlich kann ich jetzt noch andere Parameter ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal lange drücke, dann blinkt die rote LED zweimal. Ich bin immer noch in dem Testmodus. Das zeigt immer das rote Blinken der LED an. Aber ich kann auch den zweiten Parameter ändern. Das wäre die PWM-Frequenzveränderung. Das will ich jetzt aber gar nicht machen, sondern ich drücke einmal kurz drauf, dann bin ich wieder in diesem Einstellmodus. Und wenn ich in dem Einstellmodus bin und möchte komplett rausgehen, dass der Steller also wieder normal funktioniert, dann muss ich jetzt hier lange drücken. Lange drücken heißt also länger als eine Sekunde. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kalibriert er sich und ist dann im Normalbetrieb. Grünes Blinken. Ja, ich glaube, man erkennt also hier den großen Todbereich, den ich jetzt hier eingestellt habe. Okay, ja, ansonsten funktioniert er dann natürlich wieder ganz normal. Ja, das war es mal zu der Bedienung von dem Steller im PWM-Modus. Danke fürs Zuschauen.